Hier ist nochmal euer Lord Titan alias Vendan. Und tja, es geht mir eigentlich nur immer um dasselbe Ding, um dasselbe Prinzip, weil es nun mal stattfindet in der Gesellschaft global gesehen, eben sowohl real wie auch virtuell. Real sind sie nur mehr hintenrum, im Virtuellen sind sie direkter, weil sie sich halt geschützt fühlen. Bringen dann virtuell eben auch teilweise Sachen, die sie real zwar denken, aber nicht äußern würden. Ja, weil sie nicht den Schutz der virtuellen Welt haben. Das große Problem ist halt, dass diese Gesellschaft global gesehen einen Rechtsruck hat. Eine Verhaltensstörung. Ja, das ist ganz klar zu sehen. Das kann man an vielen Punkten sehen, an vielen Sachen. Eben auch an den Hass, der Gewalt, Exzesse und den blinden Streben, den es überall zu sehen gibt. Es ist eine völlige falsche Verbildung, die stattfindet in Schulen, in Elternhäusern, in Heim- und erziehungsberechtigten Objekten, Gebäuden und sowas, wo eben Erziehungsberechtigte was zu sagen haben. Wo es eben nicht mehr um soziale Bildung geht und um Verstehen und Verstand, sondern um blinde Leistung, blinde Perfektion. Und das baut diese kranke Prinzipwelle auf, dass wir eben unter anderem asoziales Fehlverhalten bis auch rechtes Fehlverhalten haben, wo sich eben blind über anderes und gegen anderes gestellt wird, wo diskriminiert, beleidigt, gedroht wird, sogar eben mit Mord und Totschlag gedroht wird, oder sogar ausgeübt wird. Im schlimmsten Falle. Ja. Ohne eure ganzen rechten Attitüden, die ihr habt gegen anderes, gegen Religion, gegen Hautfarbe, gegen Herkunft, gegen was weiß ich, Materialismus oder kein Materialismus oder hin und her, die ganze Schwachsinn, die ihr da habt. Ja. Das ist genau der Grund, warum wir überhaupt Kriege haben. Ohne dieses rechte Fehlverhalten, ohne diese blinde asoziale Perversion, die es gibt, in der globalen Gesellschaft, bräuchten wir keine Kriege. Ja, wir hätten auch eine gerechtere Geldverteilung. Es müssen nicht Leute irgendwo hungern, während andere Milliarden schaffeln. Ja. Das sind ganz klare Aspekte, die ich verfolge, die ich eben auch hochhalte, schon seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit sozusagen, bin ich ich. Ich habe mein Leben auch was geleistet. Ja. Trotz meiner Schwerbehinderung habe ich unter anderem auf dem Bau gearbeitet, ich habe beim Bund gearbeitet, ich habe als Maler, als Gärtner etc. gearbeitet, eben auch auf dem Bau als Maurer, Elektriker und etc. Dachdecker unter anderem habe ich auch gemacht und etc. Muss jetzt nicht alles auflisten und darlegen, was ich an Jobs schon gemacht habe. Geht nur darum, ich habe gearbeitet, ich habe Jobs gemacht, solange es mir möglich war. Jetzt ist es mir nicht mehr möglich und ich bin arbeitsunfähig. Auch zu Recht in meine Rente gegeben. Und damit haben auch viele Probleme. Fragen sich, ja, mit 40 Rente und so. Es gibt Leute, die sind schon eher in Rente. Versteht ihr? Es geht darum, nicht jeder Mensch ist gleich. Wir sind alle verschieden und das ist gut so. Ja, und ihr kommt immer mit eurer Gleichheitsschiene und wenn etwas anders ist, dann kapiert ihr es nicht. Ja, nicht jeder Mensch muss arbeitsfähig sein. Nicht jeder Mensch muss etwas leisten können. Nicht jeder Mensch muss irgendwas in euren kranken Gehirnwindungen geben. Ja, wir müssen nicht sein wie ihr. Ja, wir können anders sein. Und das ist ein sehr gutes Recht, was wir haben. In einer sozialen Demokratie hier in Deutschland, wie wir das haben, wo ich froh bin, dass wir eben keine rechte Diktatur haben, ja, sondern eine soziale Demokratie mit menschenwürdigen Rechten und Pflichten, mit menschenwürdigen Gesetzen aus den sozialen eben aufgegriffen. Und wenn ich eben irgendwas benenne, ja, dann ist es keine Beleidigung oder kein Angriff oder irgendeine blinde Attitüde, sondern eben wenn sich rechts oder asozial oder eben schlampig Leute verhalten, dann ist es ihr Verhalten, das ist ihre Tat. Ja? Und dementsprechend benenne ich es dann auch. Ja? Das ist dann auch dumm,
es ist verblödet und es ist ein Armutszeugnis, ja. Und das sind alles Fakten, das sind Tatsachen und das ist keine Beleidigung oder Diskriminierung im Gegensatz zu dem, was andere bringen, wenn sie zum Beispiel meine Mutter ficken wollen, besonders eben Leute aus den anderen Ländern, die immer kommen mit, ich fick deine Mutter, Alter. Ja, ist schön. Ich weiß nicht, ob meine Mutter es möchte oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr überhaupt dem entspricht. Ja. Keine Ahnung. Ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen und zu niveaulos. Es kommen dann aber auch noch krassere Sachen, wie hin zur Morddrohung und dass sie meine Freundin vergewaltigen wollen und sowas. Alles Hirnlosigkeit, ja, alles Hirnlosigkeit, bescheuerte Ideologie, die ihr da verfolgt, ja, in euren verbalen Aussagen, ja, die ihr schriftlich gebt oder auch mündlich aussprecht, im Realen oder am Telefon oder am Skype oder TS oder was weiß ich, auf irgendeiner Plattform oder sowas, wo ihr da kommunizieren könnt, ja, ist doch scheißegal. Mir geht es darum um soziale Werte, um Menschlichkeit und das werde ich weiterhin verfolgen. Und gerade eben Schwerbehinderte, das könnt ihr auch nicht wegmachen, haben eben schwer zu tragen, eben die Last auch auf den Schultern, die ihr ihnen aufsetzt teilweise in eurer rechten Ideologie. Und ich werde mich weiterhin stark machen, dass wir als Schwerbehinderte unsere Rechte haben, unsere Freiheit, sowohl auf Meinungsfreiheit wie auch auf mediale Freiheit. Und diese auch nutzen dürfen. Auch eben die Wahrheit zu sagen, klar Sachlichkeit und Fakten ansprechen können und eben auch Sachen benennen können, wie sie sind. Und dass nicht alles rosa-rot ist, nicht alles wunderschön ist, nicht alle Menschen gleich sind, sondern wir verschieden sind. Und es gibt darunter auch Arschlöcher, und die nenne ich auch Arschlöcher, die zum Beispiel blind gegen anderes agieren, blind anderes diskriminieren und verurteilen und blind gegen andere schießen. Ja? Und je nachdem, wie sie agieren gegen anderes, nenne ich sie auch so, wie sie sind. Wenn sie rechts agieren, sind sie rechts. Wenn sie asozial agieren, sind sie asozial. Wenn sie schlampig agieren, sind sie schlampig. So, und das ist keine Beleidigung oder sinnlose Parole, sondern das sind Fakten und Tatsachen. Ja. So, und wenn ihr mit der Wahrheit nicht klarkommt, dann solltet ihr mal wieder ein bisschen was für eure Bildung tun, für eure Menschlichkeit, für euren sozialen Verstand. Vielleicht nochmal zur Schule gehen und euch das vermitteln lassen, was eigentlich stattfinden sollte, was leider eben nach meiner Meinung nicht sich durchgesetzt hat, ist die Bildungspflicht, in der Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigte stehen. Und dieses eben, wie gesagt, ein grober Vernachlässigungsfehler ist in der Generation, in der wir leben und für nächste Generation, für Kinder und Kindeskinder, dass eben ein Mangel an sozialer Bildungspflicht stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. Ja, und wenn niemand etwas sagt, niemand den Mumm hat oder die Eier hat, was zu sagen oder die Wahrheit zu sagen, dann wird sich auch nichts ändern. Ja, dann wird es immer ein blinder Kreis von Mobbing hin bis hin über Gewalt zu irgendwelchen Mord- und Totschlag, Messerattacken oder sonst was. Ihr müsst doch nur mal die Augen aufmachen. Und das ist das Problem. In der Gesellschaft sind viel zu viele schweigende Lämmer, Opferlämmer, ja, die einfach nur wie ein blindes Huhn auf die Metzger zurennen. Ja? Ihr habt es noch nicht begriffen. Auf Rechte und Asoziale ist geschissen. Und dazu muss man eine klare Position und Meinung haben. Ja, und ich habe diese Meinung. Und das will diese Gesellschaft natürlich nicht sehen, weil diese Gesellschaft natürlich sich angegriffen fühlt im globalen Sinne, weil ich nun mal eben die Wahrheit anspreche und sachlich und mit Fakten untermauere, dass eben diese soziale, globale Gesellschaft nicht sozial ist, was sie eigentlich sein sollte, sondern eben ein Rechtsruck herrscht, der auf blinde Perfektion und blinde Ideologie, blinde Richtlinien verfolgt, dass sie eine Gleichrichtung haben wollen und sich dabei in dieser Gleichrichtung übereinander positionieren und nach unten drehen. Das ist nichts anderes als Rechtsruck. Ja. Und es gibt verschiedene Arten der Gewalt, das sage ich hier auch nochmal, das habe ich auch schon in anderen Beiträgen gepostet. Es gibt sowohl die verbale Gewalt, es gibt die
körperliche Gewalt, es gibt darunter auch psychische Gewalt, es gibt auch ja, Waffengewalt, ja. Alles Gewaltarten, die ihr unter einem anderen auf verschiedene Art zelebriert und man kann es nicht verniedlichen. Man kann nicht sagen, verbale Gewalt ist nicht so schlimm wie körperliche Gewalt, nur weil dabei der Körper nicht zum Einsatz kommt. Weil verbale Gewalt kommt ja schriftlich oder eben über den Mund, über Laute, ja, kommt ja irgendeine Agierung gegen anderes. Ja. Und dieses gegen anderes, das ist genau das Problem. Ihr seid nicht für Bund, ihr seid gegen Bund. Ihr seid nicht für Vielfalt, ihr seid gegen Vielfalt. Ihr seid gegen anderes und ihr seid braun und ich bin für Bund. Ich besage immer wieder Bund statt braun und den braunen Dreck brauchen wir nicht. Ja? Und das müsst ihr endlich begreifen. Auf Rechte und Asoziale kann ich scheißen. So, das ist euer Lord Titan alias Van Dango und das werde ich alles nochmal hochladen. Im Moment kann ich es nicht, aber ich werde diesen Beitrag schon mal hier festhalten. So, damit ihr auch wisst, mit wem oder was ihr es zu tun habt. Ich kann wenigstens auch als schwerbehinderte Person zu meinem Wort, zu meiner Person stehen, auch zu meiner Schwerbehinderung stehen. Und eben dazu auch, dass ich in Rente bin, nicht mehr arbeitsfähig bin und dennoch immer wieder viel im Leben leiste und geleistet habe. Und ich leiste immer noch, trotz meiner Unfähigkeit zu arbeiten, leiste ich trotzdem noch sehr viel an Menschlichkeit, an sozialen Aspekten, an Aufbaumöglichkeiten für soziale und menschliche Werte, die aber total vernachlässigt werden und nicht anerkannt werden in der Gesellschaft. Das ist das Problem. Ihr erkennt gar nicht an, wenn etwas anders ist oder wenn etwas andere Leistung gibt. Bei euch geht es nur um blinde Scheißperfektion. Das ist die Wahrheit, das sind die Tatsachen, das sind die Fakten. Und damit müsst ihr klarkommen. Ich bin anders und ich kann sein, wer ich bin. Ich darf sein, wer ich bin. Ich habe ein Recht auf mediale Freiheit. Ich habe ein Recht auf Meinungsfreiheit. Alles andere, was ihr macht an Löschen oder dagegen posten, ist blinde Zensur gegen die Freiheit und das Recht, das ich habe. Ja, eben wieder gegen meine Person. So, schönen Tag euch noch. Entweder versteht ihr es oder nicht. Ja, mir geht es nicht darum, mich wichtig zu machen, sondern eine klare Position im Leben zu vertreten. Und die werde ich auch weiterhin vertreten in meinen Beiträgen, in meinen Tracks, in meinen Anliegen, die ich habe. Und Leute mit Bildung und Verstand werden auch verstehen, worum es mir geht. Euer Lord Titan alias Sven Dagen. Peace.